In New York kann sich heute jeder im Metropolitan Museum of Art dieses Bild mit dem Titel Let My People Go ansehen, das der schwarze Maler Aaron Douglas in den 1930er Jahren geschaffen hat. Aber ist es uns dabei bewusst, dass es Werke von afroamerikanischen Künstlern erst seit kurzem in die Museen in den Vereinigten Staaten geschafft haben? Dass es fast ein Jahrhundert gedauert hat, bis diese Werke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden? Die veränderte Einstellung der amerikanischen Museen bezieht sich auch auf die zeitgenössischen schwarzen Maler, wie Cary James Marshall, Allen Gallagher und Whitfield Lovell, um nur einige zu nennen. Auch sie haben inzwischen ihren Platz in den Institutionen gefunden, gleichberechtigt neben älteren Künstlern wie Aaron Douglas oder Romare Bearden. Haben wir es also wirklich mit einem Marsch in die Museen der schwarzen Künstler zu tun, wie die New York Times schreibt? Ein Marsch mit dem Ziel, diese Künstler endlich in die Geschichte der amerikanischen Kunst aufzunehmen? In der Tat zeigen das Metropolitan Museum of Art und die National Gallery endlich wichtige Werke bedeutender afroamerikanischer Künstler in ihren Räumen. Allerdings reichlich spät. Von Kunstwissenschaftlern, Mäzenen und Sammlern werden diese Künstler schon lange anerkannt. Ihre Werke waren zwar nicht in der National Gallery oder im Met zu sehen, dafür aber im Studio Museum in Harlem oder in den traditionell von Schwarzen besuchten Colleges und Universitäten. Aber besser spät als nie. Es hat 80 Jahre gedauert, bis die Museumswelt bereit war, afroamerikanische Kunst als Kunst anzuerkennen. Aber jetzt trifft die Kunst als Kunst, Formen und Farben und Strukturen und Räume, auf die Kunst als politisches Statement. Ich denke, wir sind endlich bereit zu hören, was sie uns zu sagen hat. Seit diese Kunst nun sichtbar geworden ist, nährt sie einen besonderen Markt, der sich um die angesagten Galerien und überlaufenden Kunstauktionen herum entwickelt. Wenn Museen oder Sammler Bilder erwerben, erkennen sie an, dass diese aus einem Kontext heraus entstanden sind und dass sich auch die jüngeren Künstler aus dieser Tradition heraus entwickelt haben. Man kann die Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts nicht betrachten und dabei prominente Künstler übergehen, nur weil die zufällig schwarz waren. Wenn wir uns mit afroamerikanischen Künstlern beschäftigen, müssen wir sie in ihrer Gesamtheit betrachten, mit allem, was sie schaffen und über was sie nachdenken. Da geht es nicht immer um Rasse oder um Politik. Wir müssen ihnen das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrungen zugestehen. 80.000, I wasn't sure, I wanted to make very short. 85.000, 85 now, 90 is next. 90 is bid. It's $90,000. 90,000. I need 95,000. How about 100? And 100,000. 100 is bid. Would you bid 110? In the room at 100,000. 110. 120. It's $120,000. Phone is out. It's 120. Would you bid 130? At $120,000, 130 is next. Any advance in the room and selling at 120,000. Sold. Aber was macht die Kunst Schwarzer so besonders? Welch anderen Blick auf die Welt haben diese Künstler? Was unterscheidet sie von anderen Malern? Ich glaube, sie sahen sich einem besonderen Auftrag verpflichtet. Und aus dieser besonderen Verantwortung heraus kämpften sie gegen eine Flut, gegen eine Lawine negativer Bilder in Flugblättern, Postkarten, Spielzeug, Gegenständen aller Art. Ich bin sicher, ihnen war bewusst, dass sie unter einem besonderen Druck standen, vor einer besonderen Herausforderung, nicht nur außergewöhnliche Werke zu schaffen, sondern eine neue Darstellung schwarzer Männer und schwarzer Frauen zu finden, mit der sie sich gegen den Strom der populären Kultur stellten. Faul, kindlich, gewalttätig und verantwortungslos.
Das karikierende Bild des Schwarzen sollte ihn auf Rollen festlegen, die als Rechtfertigung dienten, ihm genau die Rechte zu nehmen, die er gerade erst errungen hatte. Er konnte nicht ein Bürger mit allen Rechten und Pflichten sein wie die Weißen. Als Reaktion auf die Befreiung der Sklaven errichtete die amerikanische Gesellschaft eine absolut unüberwindbare mentale und symbolische Schranke, die die Schwarzen erneut ausschloss. Diese Color Line markierte die Trennung aufgrund der Hautfarbe und reduzierte die Schwarzen auf den Status minderwertiger Bürger. Das Bild der Schwarzen als Kinder oder Wilde, als lächerlich oder gewalttätig, gehört zum System des Überlegenheitsanspruchs der Weißen. Zeigt man also ein anderes Bild, ist das ein Angriff auf den Rassismus und damit ein politisches Statement. Die Kunst der Schwarzen in den Vereinigten Staaten entsteht also wesentlich im Umfeld politischer Themen. Ihr Gründungsakt ist die Darstellung der Befreiung des schwarzen Volkes. 1867, in dem Jahr, in dem die Sklaverei endete, erschuf Edmonia Lewis eine Skulptur, die heute in der Galerie der von Schwarzen besuchten Howard-Universität in Washington steht. Sie nannte diese Statue aus weißem Marmor Forever Free. Die Arbeit entstand in Rom, wo Lewis im Exil lebte. Dies war das erste größere Kunstwerk, das von einer afroamerikanischen Frau geschaffen wurde. Das erste Mal stieß ich auf Edmonia Lewis, als ich mich durch das Archiv des Oberlin College wühlte. Ich entdeckte die Geschichte dieser Frau, die durch einen Missionar im Staat New York nach Oberlin gekommen war. Sie wuchs mit ihrem Bruder in einem Indianerreservat auf. Ihre Mutter war Indianerin und ihr Vater Afroamerikaner. Kurz gesagt, sie stand außerhalb jeglichen gesellschaftlichen Kanons, aber auch außerhalb jeglichen einortbaren Lebenswegs, den die afroamerikanische Geschichte überliefert. Sie besaß eine ganz besondere Vitalität, einen besonderen Willen. Und ich fand die Vorstellung wohl ziemlich romantisch, wie diese Frau in einem Steinbruch voll mit weißem Marmor mit ihren braunen Händen an diesem unglaublich klassischen, unglaublich erhabenen Bild eines befreiten Mannes und einer befreiten Frau arbeitete, die ihre Ketten zerbrechen. Diese Skulptur ist einzigartig für ihre Zeit in ihrer Darstellung eines afroamerikanischen Themas. Auf geradezu schockierende Art sagt sie uns: Seht her, das ist eure klassische Geschichte. Die Geschichte der Sklaverei gehört an die Seite eurer Geschichten über griechische Götter. Sie hat ein sehr interessantes Bild geschaffen, eine Allegorie, mit der sie alle möglichen Fragen aufgeworfen hat, die uns bis heute verfolgen. Über die innere Beziehung zwischen einem stolzen Ich bin frei und einer Freiheit, die dankbar ist, ergeben und fromm. Edmonia Lewis' Skulptur hat etwas sehr Optimistisches, stimmt? Sie zeigt jemanden, der etwas erreicht hat. Später dann, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als ihnen alle Bürgerrechte wieder genommen wurden, bekam die Kunst der Schwarzen etwas Pessimistisches. Auf die Abschaffung der Sklaverei, mit der so viele Hoffnungen verbunden waren, folgte eine Zeit allgemeiner Ausgrenzung. Während die Weißen ihre Macht wiederherstellten, verloren die Schwarzen die Hoffnung auf ihre vollständige Anerkennung als Staatsbürger. Damals, als Henry O. Tanner in die Akademie von Philadelphia eintrat, reichte nur ein Tropfen schwarzes Blut, um auf die andere Seite der Color Line gestoßen zu werden, in eine andere Welt. Tanner hatte sehr helle Haut und wurde von dem großen Maler Thomas Eakins in die Akademie aufgenommen. Eakins war ein Freigeist, der sich nicht um die Tabus der Zeit scherte. Über seine Kommilitonen konnte man das nicht sagen. Als sie seine Abstammung herausfanden, wurde er Schikanen ausgesetzt. Tanner beendete sein Studium. 1891 ging er nach Paris an die Akademie Julien. Sehr bald stellte sich der Erfolg ein. Sein Gemälde The Banjo Lesson wurde für den Salon von 1894 ausgewählt.
In The Banjo Lesson wollte Tenor uns offenbar zeigen, welchen Wert die Familie hat. Dass die Erfahrungen von Schwarzen sich nicht sehr von den Erfahrungen anderer unterscheiden, wenn es um die Familie geht und um wesentliche Dinge im Leben, wie das Weitergeben von familiären Traditionen. Es hat etwas Würdevolles. Interessant an The Banjo Lesson ist natürlich auch, dass es tatsächlich eine Unterrichtsstunde für Banjo darstellt. Die Betrachter brachten es vermutlich automatisch mit der Minstrelsy in Verbindung, mit der Musik aus den Zeiten der Sklaverei. Doch Tanner mit seinem Genie macht er aus dem, was man normalerweise für ein Stereotyp halten würde, etwas, das darüber hinausging. Er zeigte, dass dieser Junge wirklich etwas lernte, selbst noch bei dem, das als negativ, als Parodie oder Stereotyp betrachtet wurde. Das macht das Werk sehr wirkungsvoll. Ironisch ist, dass Tanner, nachdem er mit The Banjo Lesson und The Thankful Poor zwei Meisterwerke der Bilderwelt der Schwarzen geschaffen hatte, diesen Werkansatz aufgab. Bekannte von Tanner übten Druck auf ihn aus, doch weiter schwarze Inhalte zu malen. Aber das tat er nicht. Ich nehme an, er sah sie nicht unbedingt als schwarze Themen. Tanner wollte in Paris als Maler anerkannt werden und nicht nur als schwarzer Maler. Wieso soll meine Hautfarbe, das Viertel schwarzes Blut, das in meinen Adern fließt, überhaupt Einfluss haben auf das, was ich male? Diese Frage stellte er sich. Tanner versuchte nicht, eine schwarze Ästhetik zu schaffen, als er diese beiden Bilder malte, sondern er stellte etwas dar, dem er sich sehr verbunden fühlte. Der Bedeutung der Familie und der christlichen Werte. Tanner heiratete fern vom Amerika der Rassentrennung eine Weiße, eine Amerikanerin. Er war endlich frei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch die Realität, aus der er geflohen war, holte ihn ein weiteres Mal ein. 1917, während des Ersten Weltkriegs, verpflichtete er sich mit 60 Jahren beim Roten Kreuz. Ein amerikanischer Offizier, der seine Abstammung nicht kannte, sagte im Hinblick auf die schwarzen Soldaten im Vertrauen zu ihm, man sollte einige von ihnen nach ihrer Heimkehr umbringen, damit sie wieder wissen, wohin sie gehören. Zu den schwarzen Soldaten, die in Europa kämpften, gehörte auch der Maler Horace Pippin. Einige Jahre später präsentierte er seine Vision des Kriegs in dem Gemälde The End of War. Es ist ein seltsames Werk, angesichts dessen sich der Betrachter betroffen fragt, warum sind die schwarzen Soldaten darin so gut wie unsichtbar, wo sie doch zu den Siegern zählten? Die amerikanischen Offiziere wollten nicht, dass Schwarze eine militärische Ausbildung erhielten. Sie fürchteten, sie könnten sie bei der Rückkehr benutzen, um ihre Rechte einzufordern. Doch es fehlte an Männern und so wurde ein armseliger Kompromiss gefunden. Das schwarze Kontingent kam unter französisches Kommando. So wurden die Spuren der schwarzen Amerikaner in der Geschichte ihres Landes getilgt. In seinem Werk Around the World will der zeitgenössische Künstler Whitfield Lovell diese von der Geschichte vergessenen Soldaten sichtbar machen. In the Pippin painting, white German soldiers. Auf Pippins Gemälde sind die weißen deutschen Soldaten sichtbar. Die schwarzen Soldaten hingegen kaum zu sehen, weil sie geradezu mit dem schwarzen Hintergrund und der Erde verschmelzen. Ich wollte mit meiner Arbeit die schwarzen Soldaten wieder sichtbar machen. Ich wollte ihre Persönlichkeit zeigen und sie als Menschen anerkennen. Als menschliche Wesen, die mehr waren als nur Figuren, die im Hintergrund verschwinden. Ich war fasziniert von der Assemblage auf dem Rahmen. Ich selbst hatte schon seit Jahren den Impuls,
Gegenstände in meine Arbeiten einzufügen, bevor ich es dann wirklich auch umgesetzt habe. Das hat mich immer schon interessiert. Wie der Titel sagt, geht es um eine Reise um die Welt. Aber die Reise führt in die entgegengesetzte Richtung. Wieder überqueren sie den Atlantik und kommen zurück. Doch dieses Mal tun sie es freiwillig. Die Bewusstwerdung seiner selbst und die Selbstbestimmung über das eigene Schicksal. Das sind zwei Hauptthemen der afroamerikanischen Kunst. Insbesondere in den Arbeiten von Whitfield Lovell. Sie stehen auch im Mittelpunkt seiner Installation Deep River, einer Inszenierung der gefährlichen Durchquerung eines Flusses durch Sklaven aus dem Süden auf der Flucht in den Norden und in die Freiheit. Die ersten schwarzen Künstler und Künstlerinnen arbeiteten noch ziemlich auf sich gestellt. Doch in den 1920er Jahren änderte sich das. Im großen schwarzen Viertel von New York entstand die Harlem Renaissance, eine breite kulturelle Bewegung. Hier trat ein neuer Künstlertypus auf, der sich einer Bewegung verpflichtet fühlte, weil sie der Sache seines Volkes diente. Der sein Genie einbrachte, das seine Inspiration in seinen afrikanischen Wurzeln fand, wie es dieses Selbstporträt des Malers Malvin Gray Johnson deutlich macht. Wenn ich diese Arbeit betrachte, kommt mir wie von selbst in den Sinn, dies ist der schwarze Bohemian, umgeben von seinen eigenen Gemälden, aber außerdem von afrikanischer Kunst. Und gerade die Einbeziehung afrikanischer Kunst in dieses Porträt sagt uns eine Menge über Malvin Gray Johnson aus. Dies war jemand, der seine Vergangenheit kannte, der sich der wichtigen Rolle bewusst war, die afrikanische Kunst in der Moderne spielte. Außerdem war die afrikanische Kunst für ihn als afroamerikanischen modernen Künstler, der in den 1920er und 1930er Jahren seinen Weg in der Welt der Kunst suchte, von Bedeutung. Malvin Gray Johnson gehörte zur letzten Generation der Harlem Renaissance. Zu den Intellektuellen dieser Bewegung zählte W.E.B. Du Bois. In seiner Zeitschrift Crisis wies er der Kunst der Schwarzen eine soziale Funktion und eine entschieden politische Dimension zu. Der Philosoph Alan Locke versuchte zu definieren, was ein New Negro sein konnte, der sich seiner Geschichte bewusst und Herr seiner Zukunft war. Locke sagte, beschäftigt euch mit afrikanischer Kunst. Seht euch an, wie die europäischen Künstler die afrikanische Kunst idealisieren. Seht euch an, was Picasso daraus gemacht hat oder Modigliani und so viele andere. Wie sie aus der Beschäftigung mit afrikanischer Kunst Inspiration für die Modernisierung ihrer Formen und ihrer eigenen Arbeit gewonnen haben. Locke stand also auf dem Standpunkt, wenn sie das erkennen können, warum sollten wir das nicht können? Und warum sollten wir die afrikanische Kunst nicht für unsere eigene Inspiration nutzen? Du Bois war überzeugt, dass jede Kunst einem gesellschaftlichen Zweck dienen müsse. Seine Auffassung, jede Kunst solle, in seinen Worten, von Natur aus propagandistisch sein, besagt, dass sie gesellschaftliche Missstände ebenso reflektieren solle wie das Gute und sie solle Stellung für die Zukunft beziehen. Future positions. In diesem Sinn lässt sich die Arbeit von Aaron Douglas begreifen, der in moderner Form das Schicksal der Schwarzen in Amerika inszeniert, indem er das biblische Universum des Gospels mit der Kunst afrikanischer Skulpturen verband. Aaron Douglas malte Wandbilder. Er schuf Gemälde für Gebäude, die irgendwo in Harlem auftauchten. Seine Arbeiten traten so mit den normalen Bewohnern von Harlem in Beziehung, wenn sie sich in diesen Räumen bewegten. Es waren moderne Bilder, Schattenrisse, wofür er nur eine begrenzte Palette benutzte. Oft war es eine Palette von Fantasiefarben, von Lavendelblau bis Türkis in verschiedenen Abstufungen.
Es ist nicht weit hergeholt, wenn man sagt, dass das Werk von Aaron Douglas stark von der Musik der Schwarzen durchdrungen ist und er das Anschwellen und Abschwellen der Stimmen in seine Farbabstufungen übersetzt. Von seinem Werk gehen starke Schwingungen aus, von musikalischen Mustern und Wellen, die man in einer Kirche ebenso empfangen kann wie in einem Nachtclub. Ich würde sagen, er verwendete mit großem Erfolg abstrakte Elemente, mit denen er ein starkes Gefühl von etwas hervorrief, was wir als Blues oder Jazz oder Gospel-Ästhetik bezeichnen können. Wenn wir über Musik nachdenken, dann befinden wir uns wirklich in der Abstraktion. Nicht nur Blues, sondern Jazz überhaupt lassen sich in Verbindung damit bringen, wie visuelle Künstler Farbe und Form einsetzen. Sie verweisen damit nicht auf Körper oder etwas Gegenständliches, sondern evozieren eine Art Spannung, eine körperliche Spannung. Im tiefen Süden hatte sich die Situation der Schwarzen nicht verbessert. Jeder Versuch, die elementarsten Rechte einzufordern, scheiterte an der Gewalt weißer Milizen. Wer gegen deren Regeln verstieß, wurde gelyncht, wie dieses Gemälde bezeugt. Lois May Lou Jones malt es in den 40er Jahren. Es zeigt einen Mann angesichts seines bevorstehenden Martyriums. Die Malerei der Schwarzen konnte sich von dieser Realität nicht freimachen. Strange Fruit, seltsame Früchte, sang Billie Holiday und erzählte damit von den zahlreichen ermordeten Schwarzen, die auf dem Land im Süden an Bäumen hingen. Sie haben Robert Thompson zu diesem finsteren Stillleben inspiriert. Um dem Terror zu entkommen, verließen die Schwarzen die Plantagen im Süden. 2 Millionen flohen zwischen den beiden Weltkriegen von dort aus in die großen Städte des Nordens, nach Chicago, Detroit, New York. Der New Deal von Roosevelt und die Kriegsindustrie beschleunigten die Great Migration. Der junge Maler Jacob Lawrence nahm sich dieses Themas an mit einer epischen Darstellung in einer Serie von 60 kleinformatigen Tafelbildern. Diese Serie erzählt nicht einfach nur eine Geschichte. Sie ist vielmehr ein visuell bezwingendes Gesamtwerk. Lawrence reduziert seine Palette auf vielleicht 7 oder 8 Temperafarben. Bei dieser Serie trug er jede Farbe einzeln nacheinander auf alle 60 Tafeln auf. Also jeweils alle Gelbs, alle Grüns, all seine Blaus und so weiter. Damit wollte er Kontinuität erreichen. Ich betone das, weil er dadurch auch die visuelle Ausdruckskraft dieser Serie erreichte. Ich würde sie als moderne Serie bezeichnen, denn die Darstellung seiner Figuren und seiner Szenen ist nicht naturalistisch. Es ist eine Erzählung, die aus abstrakten geometrischen Formen und Umrissen entwickelt wurde. Er stellt seine Figuren geradezu geometrisch dar. Bemerkenswert ist, dass er noch recht jung war, als er diese Serie schuf. Und doch ist dies eines der großen Werke nicht nur der afroamerikanischen Kunst, sondern der modernen Kunst überhaupt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich die amerikanische Gesellschaft in einem unhaltbaren Widerspruch. Wie konnte sie von sich behaupten, das Land der Freiheit zu sein, wenn sie die Grundrechte eines Teils der eigenen Bevölkerung missachtete? Für die Schwarzen war die Zeit der Unterwerfung zu Ende. Die Stunde war gekommen, sich in Marsch zu setzen. ...1947 gab die grafische Arbeit von Elizabeth Catlett dem von der Rassentrennung und ihren Gesetzen Ausgestoßenen ein Gesicht. Man könnte leicht meinen, dieses Bild einer Frau, die in einem Bus sitzt, nehme die Ereignisse um Rosa Parks vorweg, die den Busboykott in Montgomery Ende der 1950er Jahre auslöste.
Rosa Parks war die schwarze Frau, die sich am 1. Dezember 1955 in Montgomery weigerte, sich in den Teil des Busses zu setzen, der für Schwarze vorgesehen war. Sie löste eine Boykottbewegung aus, angeführt von einem jungen Pastor namens Martin Luther King. Das war die Geburtsstunde im Kampf für Bürgerrechte, welche das Werk Elizabeth Catlets antizipierte. Sie war in allem ihrer Zeit voraus. Sie sah einfach viel weiter als viele andere. Sie war gewissermaßen eine Prophetin, die ihr Werk weitgehend dem Leidensweg der Schwarzen widmete. Der einfachen Hausangestellten, den Menschen, denen nicht gegeben wurde, was ihnen zustand, obwohl es sie waren, die zum Fortschritt der Gesellschaft beitrugen. Sie ergriff Partei für die Unterdrückten, für die Menschen, denen die amerikanische Gesellschaft die Bürgerrechte verweigerte. Die Arbeit von Elizabeth Catlett nimmt die Forderung von Du Bois auf. Sie dient der Sache. Sie zeigt die Würde der Schwarzen angesichts einer unwürdigen Situation. 10 Jahre später, in den 60er Jahren, setzte sich die Abstraktion in allen Künsten durch. So wie der Jazz sich von den Regeln der Rhythmik und der Harmonie befreite, kam in der Malerei der abstrakte Expressionismus auf, von dem sich der Maler Norman Lewis inspirieren ließ. Für Norman Lewis bot die Abstraktion eine Möglichkeit, die es bis dahin nicht gab. Sie hat die Kreativität befreit, weil sie andere Blickwinkel zuließ. Daraus entstand eine symbolische Kraft. So in dem Evening Rendezvous, das er 1962 malte. In der Auflösung der amerikanischen Flagge in ihre Farben zeigt sich im Weiß die Gegenwart des Ku Klux Klan, die brennenden Kirchen der Schwarzen glühen rot und blau steigt der Rauch ihrer Seelen zum Himmel auf. Auch das ist Amerika, sagt uns Norman Lewis. Schwarze Kinder, die in einer Kirche verbrennen, unter dem Sternenbanner der trügerischen Ikone der Freiheit. Am Ende der 1960er Jahre besaßen die Schwarzen formal alle amerikanischen Bürgerrechte. Doch an ihrem Ausschluss aus der Gesellschaft änderte sich weiter nichts. In den schwarzen Ghettos flammte Gewalt auf. Und am Ende des Jahrzehnts waren die wichtigsten Anführer der Schwarzen, Martin Luther King und Malcolm X, ermordet. Die schwarze Bevölkerung hatte die Wortführer ihrer Sache verloren. Die schwarzen Künstler hingegen verfügten inzwischen zwar über die ganze Ausdruckspalette, vom sozialen Realismus bis zur Abstraktion, doch auf die Entscheidungen der großen kulturellen Institutionen des Landes hatten sie keinerlei Einfluss. Als im Metropolitan Museum die Ausstellung Harlem on My Mind gezeigt wurde, war dort nicht ein schwarzer Künstler vertreten. Die dokumentarische Ausstellung Harlem on My Mind mag als dokumentarisches Statement durchgehen. Doch in dem, was eigentlich Aufgabe eines Museums ist, nämlich Kunst zu zeigen, hat sie vollständig versagt. Die Ausstellung bestand aus Fotos, die Harlem unter soziologischem Aspekt darstellten. Was sie jedoch nicht zeigte, waren Werke, die Harlem aus der Perspektive der Künstler präsentieren. Protestdemonstrationen, die fordern, in der Ausstellung Werke von Künstlern aus Harlem zu zeigen, führten zu nichts. Der Maler Romar Bearden reagierte darauf mit The Block, einem monumentalen Gemälde, einem wahrhaft lebendigen Fresko von Harlem und seinen Bewohnern. Wir stehen hier auf dem Balkon von Albert Murray, dem großen amerikanischen Romancier und Essayisten, der ein sehr enger Freund des Malers Romar Bearden war. Sie kannten sich seit Jahrzehnten und nachdem Murray Anfang der 1950er Jahre hierher gezogen war, saßen die beiden sehr oft hier oben und blickten auf die Straßen, betrachteten die Gegend und unterhielten sich darüber. Bearden berichtete, dass ihm bei einer dieser Gelegenheiten eine Reihe Gebäude, die man von hier aus sieht, plötzlich wie ein Sinnbild für das gesamte Viertel vorkam.
Man kann sich gut vorstellen, wie sie hier auf dem Balkon standen und diesen besonderen Häuserblock betrachteten, der zu dem Gemälde mit dem Titel The Block wurde und damit zu einer Art Eingangstor oder Frontispiz für diese großartige Stadt. Er verwandelte, was er sah, in eines der wichtigsten Werke unserer Zeit, in das Gemälde The Block. Es ist weit mehr als nur das Abbild eines Häuserblocks. Wir erfahren ihn als eine ganze Lebensweise, als die sprühende, turbulente, vielschichtige, wunderbare Welt von Harlem, die er sehen und umsetzen konnte. Bearden sah das Muster, das die Dreiecke und Halbkreise oben auf den Dächern der Gebäude bilden, und er wollte sie wiedergeben. Er sah die Gebäude als Klaviatur, wie er sagte, und stellte sich vor, was sich hinter diesen Fenstern abspielte. Die Liebenden, die Familien. Er sah die Rhythmen dieser Bilder, die Farben, die des bunten Lebens, aber auch ganz konkret die spezifischen Farben der Gegenstände. Ich frage mich, was wohl heute dort vor sich geht. Es sieht so aus, als ob dort niemand mehr wohnt. Und was wohl als nächstes kommt, so wie Harlem gentrifiziert wird und sich verändert. Bearden sah damals eine vielfältige Gemeinschaft, die vor Leben sprühte, und verwandelte sie in ein großartiges Kunstwerk. Ich glaube, er wollte damit gegen diese dokumentarische Vorstellung von Harlem angehen, wo es meist nur um die Probleme ging, um die Betrunkenen und den Verfall und sagen, Moment mal, dies ist eine Kultur, dies ist eine Gegend voller Kinder, voller Menschen, wo es ein lebendiges Straßenbild gibt, so wie in vielen großen Städten weltweit. Das Leben findet nicht nur in den Häusern statt. Wir sollten uns daran erinnern, dass dies ein Ort ist, der es wert ist, gefeiert zu werden. Die Color Line trennte uns, so traurig das ist, nach unserer Hautfarbe. Aber es gab auch einen schwarzen Gürtel, wie Du Bois sagte, der diese Gemeinschaft umfasste, in der die Menschen einander liebten und miteinander spielten und Spaß hatten. Es überrascht nicht, dass Bearden sich für das Thema Heimkehr interessierte, für den Versuch, einen Ort zu finden, in den Vereinigten Staaten, wo Schwarze dieses Land mit sehr gemischten Gefühlen als ihre Heimat betrachteten. Und so brachte Bearden diese Suche mit aller Ambivalenz zum Ausdruck in seiner Odyssee-Serie. Es ist eine großartige Geschichte, die nun in eine Geschichte der Schwarzen transformiert wurde. Für mich hat sie große Bedeutung. Wir haben die Aufstände in Harlem erlebt, die schreckliche Zersplitterung in diesem Land. Und wenn er Troja darstellt, die brennende Stadt, in der die Menschen aufeinander losgehen, dann denkt er, wie ich meine, an die Vereinigten Staaten und die Probleme, die unsere waren. Auf der einen Ebene geht es um die Odyssee und auf der anderen um das Lynchen und auf noch einer anderen Ebene um Versuchung und spirituelle Erlösung. All diese Bedeutungsebenen überlagern sich, wie die Papierstücke einander überlagern. Da eine Schicht Farbe, da eine Bleistiftzeichnung und dann wieder ein Stück Papier, eines über dem anderen. Als Folge des Skandals, den die Demonstration auslöste, wurde The Block schließlich im Museum of Modern Art ausgestellt und dann vom Metropolitan Museum erworben. Roma Birdens Werk markiert die Schnittstelle zwischen der unsichtbaren Kunst des Ghettos und der Kunst, die in den folgenden Jahren Einlass in die großen Institutionen findet. Ich denke, die bahnbrechenden Künstler der afroamerikanischen Kunst wie Romare Bearden und Jacob Lawrence haben das Feld vorbereitet,
das für viele wichtige Künstler fruchtbar wurde. Und gemeinsam mit ihren Kollegen haben sie die amerikanische Kunst insgesamt wiederbelebt. Denn die war in vieler Hinsicht eingleisig geworden. Da gab es den Fortschritt vom Expressionismus zum Minimalismus und zur Pop-Art. Doch sie warfen viele dieser Kategorien über Bord und gestatteten sich und anderen, über das eigene Leben zu sprechen. Sie brachten komplexe Bedeutungen und Inhalte in die Kunst, die dringend gebraucht wurden. Das Gleiche geschah in gewissem Maß auch in der Frauenbewegung. Viele Künstlerinnen machten dasselbe. Sicherlich eröffneten sie vielen Künstlern, auch einer jüngeren Künstlergeneration, neue Möglichkeiten. Dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear. In den 1980er Jahren, während der Präsidentschaft von Ronald Reagan, erkannte die amerikanische Gesellschaft, dass sich die sozialen Ungleichheiten zwischen den Rassen vertieften. Für die Schwarzen war der soziale Aufstieg, zu dem die große Wanderung geführt hatte, ins Stocken geraten. Detroit, die Autostadt, war pleite, die Arbeiter arbeitslos. Schluss war mit den süßen Melodien von Tamla Motown. Es war Zeit für den Rap. Während sich das Geld aus der Wall Street in den Kunstmarkt ergoss, tauchte vom Stadtrand Jean-Michel Basquiat auf und eroberte in einer Saison die offizielle Kunstwelt. Dieser junge Maler mit haitianischen Wurzeln war die Ausnahme, doch er bestätigte die Regel. Der plötzliche Erfolg, das Geld, die Drogen, die Patenschaft von Andy Warhol, alles schien darauf hinzuweisen, dass er mit dem langen Marsch in die Museen nichts zu tun hatte. Doch ein weniger oberflächlicher Blick erkannte das Paradox eines Künstlers, der vom Graffiti kam, aber nur Leinwände bemalte. Er bemerkte die Omnipräsenz afrikanischer Masken in diesem Werk, was Basquiat in die Tradition der Harlem-Renaissance stellte, und staunte darüber, dass Größen des Jazz wie Charlie Parker und Dizzy Gillespie zitiert wurden und nicht etwa Rapper mit ihren Goldketten. Manches in diesen Bildern haben wir in anderer Form schon gesehen, doch in Basquiats Werk kommt es in Kurzform vor. Er bringt alles zusammen und katapultiert uns in eine Art Expressionismus, der in vieler Hinsicht neu ist. Denn so und in diesem Zusammenhang hatten wir all das noch nicht gesehen. Er hat seinen Platz in der Geschichte als Poet der visuellen Form. Ist der Überraschungseffekt erst einmal verflogen, entdeckt man in Basquiats Malerei ein Wissen, das unausweichlich Fragen nach der Darstellung des Schwarzen im weißen Amerika stellt. Dieses Amerika, das Basquiat vergöttert und gleichzeitig eine große künstlerische Strömung ignoriert, die sich weiter an den Rand gedrängt sieht. No, black people never really portrayed realistically. Not even portrayed in modern art. No. In der Szene war Jean-Michel Basquiat rasch ganz oben. Doch er steckte in der Falle einer Einsamkeit, die ihn am Ende erstickte. Bis heute zählt er zu den angesehensten schwarzen Künstlern der Welt. ...1988, in dem Jahr, in dem Basquiat starb, betrat eine neue Gestalt den Kunstmarkt. Der afroamerikanische Sammler. Walter Evans, ehemaliger Chirurg aus Detroit, war ein perfektes Beispiel für diese neuen Akteure, die dafür sorgten, dass das Werk der Schwarzen, das in Museen und Galerien noch kaum präsent war, sichtbar wurde. Ich fing etwa Mitte der 1970er Jahre an zu sammeln. Damals konnte man in den Vereinigten Staaten in so gut wie keinem Museum Werke von Afroamerikanern finden. Auch ich hatte nur selten Gelegenheit, welche zu sehen oder etwas über sie zu erfahren, denn damals war noch nicht viel darüber geschrieben worden. So begann ich, afroamerikanische Kunst zu sammeln, damit meine Töchter Werke von Afroamerikanern sehen konnten, die sie in Museen nicht zu sehen bekamen.
Damals führten nur sehr wenige Galerien afroamerikanische Kunst. Die Museen zeigten gelegentlich Ausstellungen von Afroamerikanern, aber sie stellten diese Werke nicht permanent aus. Ich machte also gewissermaßen die Arbeit der Museen. Ich habe ziemlich viele Originalgemälde von Jacob Lawrence in meiner Sammlung, über 30, wenn ich die mitzähle, die ich dem Museum des Savannah College for Art and Decoration gestiftet habe. Und zählt man die Drucke dazu, sind es wohl Hunderte. Vor 30, 40 Jahren, als ich anfing zu sammeln, waren die Museen nicht besonders an dem interessiert, was ich tat. Das ist heute anders. Denn inzwischen sind die Museen sehr daran interessiert, afroamerikanische Kunst zu erwerben. Vor 15 Jahren bin ich wieder nach Savannah gezogen, in meine Heimatstadt, wo ich geboren wurde. Hier kam ich in den Vorstand des Kunstmuseums des Savannah College for Art and Design. Dort wusste man von meiner Sammlung. Ich wurde gefragt, ob ich etwas stiften würde. Ich dachte darüber nach und kam zu dem Schluss, dass sie genau das tun würden, was ich auch getan hatte, die Bilder an Museen in der ganzen Welt auszuleihen. Hier ist es. Ella Fitzgerald von Beaufort Delaney. Dieses Gemälde habe ich 1990 in der Dorothy Speyer Galerie in Paris erworben. Und noch etwas hat sich verändert. Junge afroamerikanische Künstler bekommen viel mehr für ihre Werke als vor etwa 30 oder 40 Jahren. Die meisten Künstler, die in meiner Sammlung vertreten sind, konnten nie von ihrer Kunst leben, abgesehen von einem oder zwei. Am Ende des 20. Jahrhunderts änderte sich die Situation der schwarzen Künstler radikal. Eine neue Art, sich der eigenen Identität zu versichern, bildete sich heraus. Sie verband die afrikanischen Ursprünge mit der neueren Geschichte. Für die afroamerikanischen Künstler war die Zeit gekommen, die Kämpfe der Vergangenheit zwar aufzunehmen, sich nun aber auch Distanz und Humor zu gestatten. Zu dieser neuen Generation gehört auch Alan Gallagher. In ihrem Werk Deluxe greift sie ein Thema auf, das zum Maßstab der Suche nach der eigenen Identität in den Vereinigten Staaten wurde, das Haar der schwarzen Frauen. Roma Bearden hat die Haarfülle von Angela Davis im Kopf, die laut und deutlich verkündete »Black is beautiful«. Die Mehrheit der schwarzen Frauen allerdings verbarg ihr Haar unter einer Perücke. Dass dies ein Zeichen für gesellschaftliche Gewalt war, für die Abrichtung des Körpers von Schwarzen, zeigt Alan Gallagher in ihrem Werk aus Reklameanzeigen, die in den Zeitschriften für Schwarze in den 60er Jahren erschienen. Man hat die Perücke einerseits als Möglichkeit verkauft, um sich anpassen zu können und dadurch erfolgreicher zu sein, wie es jede aggressive Werbung vorgaukelt. Andererseits ist sie mit La Sheba kodiert. Sie stellt einen Bezug her zu der verlorenen großen afrikanischen Vergangenheit, die sehr gepflegt und in Ehren gehalten wird. Bei Perücken geht es also einerseits um Anpassung und andererseits um diese scheinbar zeitenthobenen, panafrikanischen Visionen einer großartigen Vergangenheit, die uns genommen wurde. Wiglet ist eine Collage aus Models und Alltagsmenschen, die uns die Botschaft vermitteln: Jeder braucht eine Perücke und ohne Perücke geht man nicht aus dem Haus. Die Damen selbst scheinen von der Perücke ziemlich angetan. Sie ist genau das, was eine Frau braucht, um vor die Tür zu gehen und dabei das Gefühl zu haben, etwas zu verdecken, etwas, das sie schützen muss. Neben der Reklame für Perücken gibt es diese Anzeigen für Medikamente, für Pillen jeder Art. Pillen gegen verdorbenen Magen, Nervenpillen, Knoblauchpillen, Mittel gegen Schmerzen und Ballenzehen. Man kommt da auf eine ganze Litanei von Beschwerden.
Ich reduziere etwas, das ein psychisches Trauma ist, irreparabel und natürlich unsichtbar, auf etwas Sichtbares. Und so, wie ich das alles anordne und dabei Mittel verwende wie Knetmasse, mache ich etwas ganz Spielerisches zu Platzhaltern für etwas, das unwiederbringlich und unersetzbar ist und nicht geheilt werden kann. Nämlich schwarz zu sein in einer weißen, rassistischen Gesellschaft. Ich wollte Künstlerin sein und nicht afroamerikanische Künstlerin. Und doch bin ich natürlich afroamerikanische Künstlerin und natürlich eine Frau. Ich will mich dem in keiner Weise entziehen, aber ich will nicht, dass mir die Sprache vorgegeben wird. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass ich in meiner Situation einen Blick haben möchte, der davon abstrahieren kann. Jazz ist ein sehr spezifischer Sound, eine ganz besondere Kunstform. Wir erkennen ihn, auch wenn er von einem Japaner in Japan gespielt wird. Und wir wissen, dass er diesen besonderen Inhalt und diese besondere Geschichte hat. Die ist anderswo ebenso gültig. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Geschichten es verdienen, dass wir sie wiederentdecken und uns mit ihnen auseinandersetzen. Aber auch, dass sie reisen können. What is left behind? Was lassen die, die nicht mehr unter uns sind, in der wirklichen, der physischen Welt zurück? Physical world by those who are no longer with us. Ich glaube, das ist das, was ich in meiner Arbeit immer gesucht habe. In my work, I do believe that the impact. Ich bin überzeugt, dass die Wirkung einer Zeichnung, eines Kunstwerks, etwas ganz anderes ist als die einer Fotografie. Irgendwie bringt es die Menschen dazu, es länger zu betrachten und sich eingehender mit dem zu beschäftigen, was sie sehen. Charcoal is really burnt wood. Zeichenkohle ist nichts anderes als verbranntes Holz. Und mir gefällt es, dieses verbrannte Holz wieder in die Holzpaneele zu reiben, zu drücken, zu kratzen und hineinzuwischen. Die Wahl dieses Werkzeugs fühlt sich sehr natürlich an. Ich interessiere mich besonders für diesen Akt, indem ich versuche, diesen Menschen ihre Menschlichkeit zurückzugeben und ihnen eine gewisse Würde zu verleihen. Ich habe schon Leute fragen hören, warum es denn eigentlich von Bedeutung sein soll, diese Menschen in ein Museum zu bringen. Ich weiß nie, was ich von dieser Frage halten soll. Warum sollten sie nicht in einem Museum sein? Das ist vermutlich Teil des Problems. Sie wurden ignoriert und übersehen, als sie noch unter uns waren. Mir gefällt die Vorstellung, dass die Porträts mancher dieser Leute eines Tages in einem Museum sein könnten. Ich glaube nicht, dass es einen weißen Künstler gibt, der solche Fragen gestellt bekommt oder sich gezwungen fühlt, in seiner Arbeit darüber zu sprechen, was es heißt, weiß zu sein. Ich habe wenigstens keinen getroffen. Weiße Künstler genießen den Luxus, einfach Kunst machen zu können. Bei einem afroamerikanischen Künstler wird es zu einem politischen Statement, wenn er einfach nur seine Arbeit macht. Die jüngsten Morde an jungen Schwarzen durch die Polizei und das Aufkommen des Slogans Black Lives Matter, das Leben Schwarzer zählt, werfen uns offenbar wieder zurück. Man könnte sich fragen, ob der künstlerische und politische Kampf jemals zu Ende sein wird. In der langen Reihe degradierender Darstellungen von Schwarzen ist ein neues Stereotyp aufgetaucht. Der junge schwarze Kriminelle mit Baseballmütze. Das macht zwangsläufig jeden Schwarzen, der eine solche Kopfbedeckung trägt, zu einem ausgemachten Gewaltziel.
Dieses Gemälde von David Hammonds stellt einen Jesse Jackson dar, der fragt, ob uns Blond besser gefällt. Es wurde 1989 in Washington auf der Straße ausgestellt und von jungen Schwarzen vandalisiert, weil sie es für rassistisch hielten. Dieses Missverständnis illustriert den Graben. Einerseits der Glamour der Kunstwelt, zu der die schwarzen Maler Zugang haben, und andererseits eine Gesellschaft, die von Rassismus zerfressen ist. Wir leben in sehr komplexen Zeiten. Wir haben einerseits zeitgenössische afroamerikanische Künstler, die weithin anerkannt und geschätzt werden. Auf der anderen Seite gibt es in den Vereinigten Staaten Gegenden, die unter Polizeigewalt zu leiden haben. Das ist sehr widersprüchlich. Aber in der Welt der Kunst sehen wir, dass darüber nachgedacht wird. Und Künstler auf diese unruhigen Zeiten sehr unterschiedlich und individuell reagieren. Künstler wie Kerry James Marshall oder Alan Gallagher arbeiten unter vollkommen anderen Bedingungen. Sie stehen nicht mehr unter dem Druck, sich streng an politische oder positive Ziele halten zu müssen. Und das macht ihre Arbeiten aufregend, manchmal aber auch sehr provokativ. Auf dem langen Marsch der Afroamerikaner ins Scheinwerferlicht trifft Kerry James Marshall mit seiner Arbeit buchstäblich ins Schwarze. In seiner künstlerischen Darstellung ist der Schwarze befreit von politischen Zwängen, die bis in die Gegenwart auf den Künstlern lastet. Und das erreicht er sehr ironisch mit einem Augenzwinkern. Kerry James Marshall bedient sich dazu einer besonderen Farbpalette. Seinen Figuren verleiht er ein Schwarz, das allein der Haut vorbehalten ist. Schwarz ist eine Farbe, sagt er uns. Diese schwarze Haut ist ein Bekenntnis und lässt eine Schönheit hervortreten, die das Stereotyp ins Positive wendet. Damit zeigt er uns eine lange Nase, denn hier wird genau der Punkt bezeichnet, wo die Malerei wieder zum politischen Akt wird und über ihn hinausweist.